Vor unvorstellbar langer Zeit, als die Menschen noch am ganzen Körper behaart waren, als sie noch keine Sprache hatten und sich nur durch lautes Bellen, wildes Gestikulieren und heftiges Stampfen untereinander verständlich machen konnten, da drehte sich alles nur um eins, ums Fressen, um nichts als ums Fressen. Klar, sie konnten ja alles, was da herumlief und herumsprang, jagen, fangen, erschlagen und an Ort und Stelle fressen. Das konnten sie, weil sie halt ein bisschen gescheiter waren als der Elch, der Luchs, der Bär und der Wolf. Der wo reine, ich es mag er süd. Der wo den Matten, har sie gönnene jemt. Der wo solen, heler alle sår. Der et land som kalles fri. Aber ein Tier blieb lange Zeit unerreichbar für sie, für die Menschen damals, vor unvorstellbar langer Zeit. Es flog hoch oben am Himmel oder saß hoch oben in den Baumwipfeln, der Vogel. Und weil sie auch ihn fressen wollten, mussten sie sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Und weil die Menschen halt immer ein bisschen gescheiter wurden, fiel ihnen was ein. Sie bedienten sich seiner Sprache. Sie lernten zu singen. Nur so konnten sie den Vogel in ihre Käfige locken. Und so flieh wir auf, mit in den Himmel. Gesang jemanden in seinen Käfig locken, das ist nichts anderes, als ein Liebeslied zu singen. Als die Menschen noch am ganzen Körper behaart waren, als sie noch keine Sprache hatten und sich nur durch lautes Bellen, wildes Gestikulieren und heftiges Stampfen untereinander verständlich machen konnten, da haben sie, ohne dass es ihnen bewusst war, das Liebeslied erfunden. Unvorstellbar langer Zeit. Kanskje står du der oppe med et par tårer, og kanskje